Mein Name ist Ulrich Hägele. Ich bin Geschäftsführer der Hägele Grand Service GmbH. Wir haben zwei IGO T130 in unserem Mietpark mit aufgenommen. Wir haben uns für den IGO T130 entschieden im Mietpark, da der nur mit 3 LKWs zu transportieren ist, schnelle Montagezeiten. Größe Klasse gab es bis jetzt noch nicht auf dem Markt, 50 Meter Ausladung, 8 Tonnen Hubwinde. Weiterer Punkt war die Montage des Krans. Geht sehr einfach und schnell. Mastelemente einzubauen, 6 Meter Maste von einem Monteur, ohne Bodenkontakt einzubauen. Hydraulische Montage des Krans. Kein Risiko durch schlechte Seile. Auslegerluftmontage des Krans. Der Ausleger entfaltet sich im Raum, über allen Leitungen. Hat es noch nie gegeben bis dato. Frequenzgesteuerte Hubwerke und Antriebe. Sehr feinfühlige Bewegungen möglich. Sehr niedrige Stromaufnahme. Stromersparnis. Anschluss ans Netz. Leichter möglich, problemloser. Dann haben die Krane heute alle Frequenzumrichter. Der Anschlusswert des Stroms ist sehr gering. Kommt uns in den Städten sehr entgegen, da die Netzbetreiber immer mehr darauf Wert legen, dass der Anschlusswert eingehalten wird. Diese Baustelle wäre nur mit einem Obendreher möglich gewesen. Jetzt durch den neuen IGO T130 haben wir einen leistungsstarken Unterdreher, der den Obendreherbereich in dem kleineren Segment bis 50 Meter Ausladung vollkommen abdeckt bzw. noch übertrifft von den Traglasten. IGO T130 ist ein super Schnellmontagekran. Der Grund dafür, für den Kauf, war, dass uns so ein Produkt bis jetzt im Mietpark gefehlt hatte und es auch noch gar nicht auf dem Markt gab. Nachdem der Kran auf den Markt kam, haben wir uns sofort entschieden, diesen Kran in den Mietpark bei uns aufzunehmen. Sehr starker Kran.